Die raue Nordsee, das Wattenmeer, kleine Dörfer und Städte, Mühlen, Kanäle und eine faszinierende Geschichte. Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir in Ostfriesland angekommen. Die Nordseeküste. Wir sind in der Stadt Esens, nahe Aurich. Esens liegt nur wenige Kilometer entfernt vom bekannten Fährhafen Bensersiel. Wir sind hier im alten Harlinger Land. Das Gebiet gehörte seit dem Jahr 1600 zur Grafschaft Ostfriesland. In Esens parken wir auf dem Großparkplatz direkt an der Altstadt. Und hier begegnet uns der Bär. Bärenfiguren findet man überall in der Altstadt von Esens. Man nennt sich hier auch Bärenstadt. Man hat einen Bären im Stadtwappen. Ein Bär war nämlich das Wappentier der Häuptlingsfamilie Athena, eine Familie, die im 15. Jahrhundert hier herrschte. Natürlich gibt es zum Bären auch eine Legende. Ein Tanzbär soll die Stadt im Mittelalter bei einer Belagerung durch feindliche Truppen gerettet haben. 48 dieser sogenannten Buddybären aus Kunststoff soll es hier in Esens geben. Natürlich steht auch ein Bär auf dem Marktplatz. Wir sind jetzt hier im Zentrum der Stadt. Hübsche und prächtige Häuser gibt's hier. Die Häuser stammen fast alle aus dem 19. Jahrhundert, sind im Kern aber teilweise älter. Die Stadt wurde im Mittelalter als Handels- und Marktort gegründet. Denn hier, 4 Kilometer von der Küste entfernt, war sturmflutsicheres Gebiet. Das ist die Ratsgaststätte. Das Haus, das wurde 1839 gebaut. Rechts sieht man das Rathaus und da hinten steht die St. Magnuskirche. Die wurde im 19. Jahrhundert gebaut. Die Fußgängerzone. Es ist ruhig hier. Allerdings nur, weil heute Sonntag ist. Das ist interessant. Esens historisch, so nennt sich hier ein Rundgang durch die Altstadt. Da hat man an sehr vielen Häusern Tafeln angebracht. Auf den Tafeln, da gibt es dann alte Fotos des jeweiligen Hauses zu sehen. Und man erfährt etwas über die Geschichte des Hauses, wer die damaligen Besitzer waren und wer hier wohnte. Sehr interessant gemacht. Durch Erbschaft kam die Stadt zu Ostfriesland. Mitte des 18. Jahrhunderts endete die Geschichte des ostfriesischen Fürstenhauses und die Region wurde Besitz der Preußen. Die Preußen schleiften nicht nur die alte Burg hier in Esens, auch die Stadtmauer wurde entfernt. Zudem wurde das Münzrecht an Aurich gegeben. Die einst bedeutende Marktstadt Esens wurde damit zur kleinen Provinzstadt. So, und jetzt noch einen Imbiss und dann fahren wir in die Umgebung von Esens. Wir gucken jetzt mal hintern Deich, also in die Region, die nicht direkt an der Küste liegt, sondern im Hinterland. Das ist nämlich eine sehr interessante Region voller Geschichte. Wir sind jetzt hier in Ochtersum. Das ist eine Gemeinde, die aus den Ortsteilen Barkhold, Ostochtersum und Westochtersum besteht. Die Gemeinde gehört zur Gesamtgemeinde Holtriem. Das ist die St. Martinianikirche. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Kirche auf einer Warft steht, also einem künstlichen Hügel. Denn vor der Eindeichung konnte bei Flut das Wasser bis zur Kirche kommen. Naja, das sind heute rund 6 Luftkilometer von hier bis zur Küste. Die Kirche wurde Ende des 13. Jahrhunderts gebaut. Das ist also eine der ältesten Kirchen in Ostfriesland. 16 Meter vom Kirchenschiff entfernt steht der Glockenturm. Im Erdgeschoss, da liegt die sogenannte Läutestube. Das jetzt verschlossene Tor war ursprünglich ein eindrucksvoller Tordurchgang, der führte zum Friedhof und zur Kirche. Von 1680 bis 1831 war hier im Untergeschoss die Dorfschule untergebracht. Musik.
an der Esenser Straße, da finden wir dieses Gebäude. Sieht doch aus wie ein Leuchtturm. Aber ein Leuchtturm, 6 Kilometer von der Küste entfernt? Vielleicht, weil im Mittelalter die Flut bisher kam? Nein, weit gefehlt. Der weiße Turm ist eine ehemalige Windmühle. Früher stand hier eine Bockwindmühle. 1911 wurde hier eine Turmwindmühle gebaut. Man nutzte dazu Klinkersteine. Das dürfte eine der ersten Turmwindmühlen in Ostfriesland gewesen sein. Nun, die Mühle hatte viele Besitzer. Irgendwann wurde der obere Teil abgebrochen und nur noch der Rumpf der Ochtersumer Mühle stand. Vor etwa 40 Jahren kaufte sich ein Paar die Mühle und wollte hier ein Café eröffnen. Die Besitzer strichen den Turm weinrot und mit gelben Kringeln versehen. Daher kommt der Name Ochtersumer Leuchtturm. Vor etwa 25 Jahren, da wurde der Turm dann saniert und restauriert und da bekam er auch den jetzigen Aufbau. Ich glaube, das Ganze ist jetzt eine Ferienwohnung. Generell gesehen, Ochtersum, das ist ein optimaler Standort, wenn man Reisen so durch ganz Ostfriesland plant. Von hier aus kommt man wirklich überall hin. Wir wollten ja gucken, wie das unbekannte Ostfriesland, das Ostfriesland hinterm Deich, fernab der Küste, aussieht. Und wir sind begeistert. Es hat ja wirklich Spaß gemacht. Hier gibt es auch überall was Leckeres zu essen und zu trinken. Ostfriesland ist flach, nicht in Ochtersum. Im Ortsteil Barkold liegt der Barkolder Berg, angeblich von Einheimischen auch Ochtersumer Alpen genannt. In einer Zeitung habe ich gelesen, das ist ein Hünengrab, das bezweifle ich allerdings. Also keine Ahnung, warum es hier den, ich denke mal, 4 Meter hohen kleinen Hügel gibt. Er ist auf jeden Fall eine prima Aussichtsplattform in dem ansonsten flachen Ostfriesland. Eine Legende hier sagt, hier wohnen die sogenannten Unterirdischen oder Erdmännchen. Und das hier sei ihr Königspalast. Der Barkolder Berg ist jedenfalls eine der Attraktionen hier in der Samtgemeinde Holtrim. Diese Sehenswürdigkeiten werden jetzt übrigens herausgestellt. Immerhin gibt es am Barkolder Berg bereits eine Bank, einen Parkplatz und ein Schild, auf dem man sich per QR-Code auf dem Mobiltelefon etwas über den Berg erzählen lassen kann. Herrlich! Es wird Abend. Es ist ruhig hier und friedlich. Nur die roten Lichter der Windräder blinken stumm in der Nacht. Das war es aus Esens und von den Dörfern hinterm Deich. Eine schöne, eine sehenswerte Region. Hübsche kleine Städte, nette Dörfer und eine bezaubernde Landschaft. In diesem Sinn, tschüss.